Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu MechWarrior 5 Söldner oder Mercenaries. Und ja, das ist Rihanna. Und das ist Horst. Wiedergeboren. Na Horst, wie geht's im zweiten Leben? Alles tutti? Wunderbar. So. Wir gehen doch weiter weg. Sieht ja doch gar nicht aus. Ja, das ist die richtige Distanz. So. Hi, Commander. Excellent work protecting that dig site. Spears thinks you did a hell of a job. A chip off the old block, were his exact words. Referring to your father, of course. That's quite the compliment coming from him. As you know, your father and Spears did a lot of work together over the years. Proved quite lucrative, too. For both of them. Hopefully, we can continue that relationship. Let's hope so. But we need more than one client if we're going to survive out here. That's what I wanted to talk with you about. Our next move. We're operating with a clean slate now, thanks to the new mercenary ID number Spears provided. A whole new name, new outfit. Now we need to get to work rebuilding our capabilities and establishing our reputation. Won't be easy, but nothing worth doing ever is. You up for it? What do you think? I think we better get started then. Plenty of war zones in the inner sphere where we can pick up work. A few safe harbors as well. Places we can hire more pilots, get our hands on cheap supplies. First, we need to earn some sea bills to pay for it all. Other than that, I see a bright future ahead of us, Commander. Me too. Speaking of the future, we have a pending transmission from IE already. Seems Spears has put the word out to his colleagues that we can be trusted to get the job done. Before diving right in, I recommend we head to one of the industrial hubs in this region. Pockets of relative stability where we can acquire new equipment and mechs, hire new pilots. We have more mechs than mech warriors at the moment, so it would be good to expand the ranks. Repairs are cheaper in these regions too. Either way, I've marked the location of the IE contract on the star map. It's there whenever you're ready. Roger that. Thanks, Rihanna. You're welcome, Commander. Neuer Mech, neuer Mech, neuer Mech. Gib mir einen neuen Mech. So, steige deinen Ruf. Ja, anstehende Übertragung. Korb freigeschaltet. Ah, jetzt kann man erst... wir haben das... Das andere war alles nur... Anfangsgeplänkel. Ja. Ich habe aber leider keinen, der das spielt mit mir. Korb ist jetzt verfügbar. Ja, schon nett. Danke. Das finde ich cool, dass sie wirklich daran gedacht haben. Ja, wir haben immer noch diesen Scheiß mit diesen Konfliktzonen. Minus 30% mehr Reparaturen kosten mehr und dauern länger. Weil die Mechaniker nebenbei noch den Schüssen ausweichen müssen. Kennt man ja, ne? Waffneter Raub. Warte mal. Wo war das mit dem Markt? Ah, hier. Hier ist auch die Piloten einstellen. Registerkarten, bla bla bla. Den Mannschaftsquartieren lässt sich alle verfügbaren Piloten auf diesem System eingestellt, bla bla bla. Erstellbare Piloten sind immer nur im System innerhalb des Industrie-Hubs zu finden. Ja. Zusätzlich zu den einmaligen Einstellungskosten hat jeder Pilot ein Gehalt, das deiner vierteljährlichen Rechnung hinzugefügt wird. Jeder Pilot hat Bewertungen für 6 verschiedene Fähigkeiten. Jede Fähigkeit hat eine aktuelle Stufe. Können wir uns auch denken. Oh, die können verletzt werden. Folgende Situationen können zu einer Verletzung des Piloten führen. Ein Treffer am Mech-Kopf. Die Zerstörung eines beliebigen Torso-Teils des Mechs. Die Zerstörung beider Mech-Beine. Oder eine Munitionsexplosion im Mech. Ach du Jemine. Folgende Situationen können zum Tod des Piloten führen. Zerstörung des Mechs-Kopf, ja. Okay, das heißt, die können auch sterben. Woo! Also wir haben 2 Piloten. Der kann auch gut mit Lasern umgehen, so gut wie ich. Also nicht so gut. Er kann noch bis maximal Stufe 8. Okay. Flammenwerfer, was ist das denn überhaupt? Verringert das Risiko der Überhitzung. Ja, da wird er nie richtig schlau werden.
Gehalt 12.000. Er ist gesund, ich auch. Alles tutti. So. Gibt's zu denen noch irgendeine Geschichte? Lieutenant Leon Freeman ist ein relativ unerfahrener Mech-Krieger mit nur wenigen Söldnerjahren Erfahrung. Nach seiner Lanzenkuppelvernichtung vernichtet worden, während sie die Ausgrabungsstätte von Sebastian Spears geschützt haben, fand er sich selbst ohne eine Kompanie wieder. Als Commander Mason ihnen Arbeit anbot, nutzte Freeman diese Chance. Ja, jetzt ist er bei uns. So, Piloten. Wir haben hier keine Piloten. Das ist ja, können wir nichts kaufen oder was? Ist natürlich ein bisschen bescheiden. What? Erstens haben wir hier Schrott. Und zweitens... Der kostet 1,5 Millionen. Übersteigt mein Budget. Mein Budget. Und wie es scheint, muss der noch repariert werden. Alter, der ist 2499 entwickelt und wir haben es irgendwie 3100 oder sowas, ne? Das ist alles, was es hier... Oh, ne, da. Ah, ne, ist immer ein Inventar. Schade. Also den kaufe ich nicht. Jetzt bin ich nochmal am Überlegen, ob ich meine Bewaffnung umrüste. Wir kommen gleich wieder. Der muss ja eh erst repariert werden, ne? Lackieren. Ich kann da gerade nichts machen mit dem. Warum das denn nicht? Weil wir wahrscheinlich warten müssen, ne? Warten? Danke. So, jetzt können wir nochmal ganz kurz den lackieren. Hatte ich ja letzte Folge schon vor, habe ich nicht hingekriegt, weil er sah ja scheiße kaputt aus. So, Freibeuter. Sieht irgendwie mit der Farbe kacke aus. Nee. Nee. Digital. Machen wir wieder... Schwarz? Der Kreuzritter ist ja ein bisschen rot. Schwarz-Weiß ist eine gute Idee. Das ist, glaube ich, wirklich mir gefallen würde. Wenn das so richtig weiß. So, die Sekundärfarbe. Nehmen wir dann auch nochmal schwarz? Nee, auf keinen Fall blau. Ich fand die Idee eigentlich gut, aber die Umsetzung gefällt mir dann doch nicht. Knochen? Knochenmuster? Oh, Sherman. Panzermäßig. Ach, sagt mir alles nichts zu hier. Aber doch, Tiger. Lassen wir mal Tigerfarben. Ich bin ein Centurion. So. Ah, doch. Gefällt mir. So, dann gucken wir mal. Wir speichern vorher. Gucken wir kurz weg. So, fortsetzen. Nicht, dass ich hier wieder keine Munition kriege oder so. Ausstattung. Details. So, wir haben den... Ich will nur gucken, ob ich was habe, was mehr, wo die Autokanone mehr Reichweite hat. 496. Schaden.
6. Haben 10. Okay, kriegen wir vielleicht auf dem Markt Ausrüstung? Ne, haben auch nur diese Waffen. Gut, hat sich dann schon geklärt. Hat sich schon geklärt. Erstmal nicht. So. Erfolgtes Ziel. Ausstehende Übertragung. Interstellare Expedition. Die lokalen Systeme versinken im Chaos. Viele Söldnerorganisationen sind dabei einzupacken und zu fliehen. Während andere leerstehende Söldnerbasen durchstöbern wollen, mit nur wenigen Battlemechs in deinem Besitz scheint es, als ob du etwas mehr Hardware und Vorräte benötigst, wenn du im Spiel bleiben willst. Meine Kunden benötigen auch Vorräte und wenn du welche in die Händen bekommst, gebe ich dir einen guten Rabatt des Wiederverkaufswerts. Das sollte dabei helfen, wieder auf deine Beine zu kommen. Nach allem, was wir hier durchgemacht haben. Wenn du bereit bist, habe ich Intel über ein System. Okay. Wo eine unabhängige Kompanie von Harlocks-Kriegern versucht, endgültig aus dem System herauszukommen. Wenn du keine Angst hast, auf andere Mechs zu schießen, solltest du sie jagen und einige ihrer Vorräte beschaffen können. Die sichere Art, die mit minimalem Aufwand zu jagen, ist den Mechs von Anders William, den Sicherheitschef, abzuschließen. Und dann sollte der Rest der Organisation versprengen. William ist nicht beliebt. Gelinde gesagt, daher tust du ihm im Grunde genommen den Kriegern einen Gefallen, da die Insassen ohnehin auf ihren Weg nach draußen sind. Sollten sie nicht zu Wehr setzen. Ja, komm, machen wir. So, System ansehen. Oh, das habe ich jetzt nicht gemacht. Du kannst mit der Maus durch die Sternkarte navigieren. Um die Sternkarte zu schwenken, drücke rechte Maustaste. Ja. Herauszoomen können wir, ist fantastisch. Reisekosten. Oh Gott, oh Gott. Unsere tollen 10 Noten müssen wir dafür auch ausgeben. Wenn du einen Kurs planst, bist du auf maximal 10 Sprünge auf einmal beschränkt. Sobald du jedoch ein Ziel angekommen bist, kannst du einen weiteren Kurs bis zu 10 Sprüngen. Okay, das heißt, wir zahlen maximal 10 Sprünge für einmal x 10 Noten. Und dann müssen wir die nächsten 10 bezahlen. Okay. Konfliktzonen sind die einzigen Bereiche, in denen du Missionsaufträge finden kannst. Verfügbare Aufträge werden als Symbole über den Namen... okay. Industrielle Knotenpunkte haben die besten gefüllten Märkte in ihrem System. Die Mechs, die dort verkauft werden, befinden sich typischerweise in einem besseren Zustand und die Waffen sind von einer höheren Stufe als in den Konfliktzonen. Also auf den Konfliktzonen kaufen wir quasi die Reste, ja? Die so auf dem Schlachtfeld zu finden waren. Reparaturen und Modifikationen an Mechs und Geräten können innerhalb eines industriellen Knotenpunkts veranlasst werden und unterliegen keinen zusätzlichen Gebühren oder Laufzeiten. Systeme innerhalb von industriellen Knotenpunkten sind die einzigen Orte, an denen du zusätzliche Piloten einstellen kannst. Sie befinden sich in der Einstellhalle innerhalb der Kaserne. Die Frage ist jetzt nur, macht es mehr Sinn, außerhalb immer zu fliegen? Was kostet denn das? Reisekosten 50.000. Attentat. Eieiei. Ah, hier ist Steiner. Das ist ja größer. Ich dachte, man spielt das nur 20 Stunden.
sieht jetzt aus, als ob wir dafür Jahre brauchen. Hätte jetzt aber auch kein Problem damit. So. Ja, dann, wie hieß das Kacksystem? Pascagoula. The Barry waren wir ja schon. Genau, wir sind von The Barry nach Brokelands. Jetzt müssen wir quasi dahin. Travel. 13 Tage brauchen wir. Aber die Reparaturen sind dann nicht um 30% teurer, sondern um 20%. Energie. Machen wir einen schönen feindlichen Überfall hier. So, zwei Aufträge verfügbar. Warum zwei? Bewaffneter Raub wollte ich jetzt machen. Auf die Jagd. Ich will nur kurz gucken, dass die Zielhaus Kurita und hier Söldner. Dann nehmen wir erstmal den Söldner an und nehmen wir die andere Mission. Wir haben hier 4 Punkte, das ist natürlich fantastisch. Schadensabdeckung nehmen wir gleich 2, weil wir mit 2 Max reingehen. Ja, das macht Sinn. Ja, können wir auch maximal nur einen. Ah, Schadensabdeckung, das kriegen wir ja nicht, das Geld, aber naja. Das machen wir. So, Pilot wählen. Wir nehmen ihn, Freeman, und du kriegst deinen Mac. Dann haben wir zusammen, wie viel Tonnen? 85. Mit einem dritten Piloten gebrauchen. Gut. Mit dem dritten Piloten hätten wir jetzt echt. Könnten wir den anderen kleinen Mac auch noch nehmen. Wir sind bereit. Heinrich und Freeman. Auf der Jagd. Komm, lad schneller. Hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ob ich den Kollegen Freeman auch Befehle geben kann. Da bin ich wirklich gespannt. Ah, noch nicht ganz übersetzt hier. Locate and kill targets. Suchen und vernichten. Suchen und vernichten. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Ach, ich liebe das. Okay, Commander. The only thing standing between us and this company's supplies is their leader, Anders Willmann. Take him out, and we'll be able to get our salvage crews planet side. Willmann's forces have mostly fled the area, but you should still expect some resistance. Warte mal, hab ich das richtig gehört? Ich soll ihn rausbringen, nicht töten? Scheiße, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich habe eigentlich verstanden, wir sollen ihn töten. Hm. Ach, wird sich schon zeigen. Ob er sterben soll oder nicht. Kann ich dir Befehle geben, mein Freund? Scheint irgendwie nicht so zu sein, ne? Oh, da haben wir einen Feind. Target acquired. Incoming missile. Volltreffer. Zack. I got it. Target acquired.
Target destroyed. Ah, mein Kollege macht das schon. Oh, da kommt noch ein Feind. Target acquired. Ah, verzogen. Was ist denn hier noch drin, ey? Alter, Camper! Hier oben sind auch noch welche. So, und von links auch noch wieder. Sackgesicht. Ah, der hat mich natürlich jetzt voll erwischt. Target okay. Yeah. Destroyed. Component lost. I repeat, component lost. Target destroyed. Ah doch, wie soll ich ihn töten? Wo ist er? Target acquired. Nein, der hat meinen Typen gekillt! Fuck! Pfui, man! Scheiße, ist noch fast im Arsch. Target acquired. Ah! Target destroyed. Ja, ich glaube, wir hätten erstmal einen dritten Piloten kaufen sollen. Target acquired. Target destroyed. Ich kriege nämlich von ganz. Von hinten hier die ganze Zeit einen auf den Arsch. Target destroyed. Aber bei mir ist schon alles rot. Ich mach mal aus der Entfernung ein bisschen die Action. Sackgesicht. Ich krieg dich noch. Oder auch nicht. Dann sind wir zurück. Wow, oh, 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 oh. Target acquired. Target destroyed. Scheiße. Jetzt muss er sterben. Fuck, 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 wir müssen weg. New target acquired. Target. All right, Willman is out of the picture, and we'll be able to get ourselves some of his much-needed resources. And hey, the Inner Sphere is a better place without him. That bounty is ours. Farhad will break open a case of Timbiki Doric when you get back to the ship safely. Ah, we're on up here. Weg, 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 weg. Oh, ho, ho, ho. Ja. Mission verkackt. Würde ich mal sagen.
Ich bin gespannt, ob er jetzt wirklich tot ist, weil das wäre sehr ärgerlich. Und ich bin mal gespannt, ob wir den Mac verloren haben. Oh, jetzt können wir uns zwar hier ein, zwei Sachen aussuchen, aber... Schadensabdeckung. Och Gott, ey. Oh ja, wir haben ihn noch. Er lebt noch. Alter. Gesamtschaden. Boah. 513.000. Das ist, glaube ich, eher echt ein dickes Minusgeschäft. Verletzt 69 Tage. Scheiße. Interstellare Expedition. Du bist ein Risiko eingegangen, Commander. Aber es zahlt sich wohl aus. Für uns beide. Deine Bergungscrew hat es geschafft, einen ziemlich ordentlichen Fang auszugraben. Einschließlich eines betriebsbereiten Max-Chassis. Keiner meiner Kunden ist auf dem Markt für Speer-Max. Betrachte es daher als Teil deiner Bezahlung. Deine Einheit profitiert davon wahrscheinlich mehr als ich. So, mittelschwerer Laser, gleich zwei Stück. Und wir haben hier wirklich ein Low-Cost. LCT, der Strich, der 3 Victor, Entschuldigung. So. Wird langsam voll hier, die Butze. Wir brauchen Piloten. Steigere deinen Ruf. Schließe Aufträge ab, um deine Kompanie zu erweitern. Ja, wir müssen erstmal hier, ne? Max reparieren. Rot. Mac ist nicht funktionsfähig. Muss vorm Einsatz repariert werden. Ja. Hätte ich auch vorgehabt. Kann es sein, dass wir auch da komplett... Naja. Zerstörte Waffen, KSR-4, mittelschwerer Laser, Sprunglüse. Oh, das ist weg, ja. Ausstattung. Kann ich diese Sprunglüse ersetzen? Nein. Entfernen. Die ist komplett Müll, ja. Gut, dass wir einen Ersatz haben. Genau wie die Laser, die sind auch alle Müll. Alter, das ist ja voll zerpimmelt, das Teil. KS4, habe ich da noch welche im Inventar? Schade, leider nein. Laser haben wir aber, oder? Ja, ich versuche die mal zu reparieren. Ja, bestätigen. Wir machen mal reparieren, gucken, ob die noch da sind. Nein, nicht lackieren, reparieren. Tage. Feuerkraft 13. Na gut. Panzerung 112. Lässt sich jetzt schlecht vergleichen. So, der wird nur repariert. 17 Tage. Den gucken wir uns mal an hier. Ausstattung. Maschinengewehr. Was wollen wir mit Maschinengewehr? Ist aber ein kleiner, niedlicher. Können wir da was anderes reinbauen? Ich glaube, das sollte ich mal mehr auch bei meinem Hauptmac einbauen. Geht gerade nicht. So, Wärmetauscher. So, ja, wird alles erstmal repariert. Wir brauchen Piloten. Kostet auch ein Heidengeld, ey. Die Macs im Unterhalt.
Freeman, ey. 69 Tage. Was ist denn das Gewicht? 145. Scheiße. Ja, wir brauchen Leute. Oh, der sieht cool aus. Spider. Achso, das ist die Spider. Die hätte fast so viel Gewicht wie ich. Ich dachte, es wäre leichter. Weil Centurion hat ja auch irgendwie so... Oh Gott, das kann sich keine Sau leisten. Das ist ja mein komplettes Geld. Hm. Aber ist auch gut ramponiert, der Gute. Ne, der hat 50.000, der Centurion. Okay, ist doch noch ein leichter. Okay, hätte mich auch gewundert. Tja. Seltene Waffe auf dem Markt. Eine seltene Waffe kostet auch scheiß viel Geld. Verteidigungsauftrag. Also hier ist zwar ein Auftrag, aber der wäre mir zu teuer. Verfügbare Piloten im System. Hunderttausend Reisekosten. Deine Mutter, ey. Aber wir brauchen es. Wir brauchen es. Und dann würde ich hier diesen Verteidigungsauftrag aufnehmen. Ich glaube, der ist bestimmt leichter als der andere hier. Zerstörungsauftrag, Zerstörungsauftrag. Ja. Verfügbare Piloten. Gibt's überall. Gut, fliegen wir über die Barry, weil das System haben wir da. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwie abgefangen werden können. Wie bei anderen Spielen, Elite Dangerous oder so. Naja, komm, 100.000 weg. Weil wir müssen 100.000 wieder hinfliegen. Ach, das kostet alles Geld. Also diese Sprünge sind echt nicht billig. Also wir brauchen mindestens einen Piloten. Zwei wäre natürlich super. Dann können wir mit vier Mechs quasi in den Kampf gehen. Aber bis dahin, jetzt sind auch unsere Mechs auch heile. Vielleicht können wir jetzt nochmal hier reingucken. Ausstattung. Details. Na gut, wir können die Panzerung verbessern, dann wird das schwerer. Oder? Ah, ist dann zu schwer. Darf nur 50. Okay. Wärmetauscher? Wärmetauscher ist schon drin. Mehr Munition? Kann ich hier zusätzlich noch einen Wärmetauscher reinballern? Ah, dann müssten wir ihn leichter machen, ne? Mache ich aber auch. Oh, das bringt nicht so viel, wenn ich da die Panzerung wegnehme. Hm. Ne, dann bleibt er so wie er ist. Wir wollen abbrechen. So. Ausstattung. Ja, die sind wirklich zerstört. Scheiße. Ach, die Sprungmodule haben wir jetzt nicht eingebaut. Okay. Also, Sprungmodule. Aber dieses KSR haben wir nicht, ne? Was kostet das auf dem... Gucken wir erstmal auf den Markt. Inventar, Ausrüstung. Was ist denn das da so? KSR-4 hatte er. 57. Würden wir wahrscheinlich finden, aber ich habe keinen Bock zu warten. Ich will den Einsatz bereit haben. So. Sprungmodul. KSR. Lasers.
Tut mir eigentlich auch weh. Aber komm. Die haben sogar zweimal gute Laser. Da das Schwache hin. Da das Gute. Kriegen wir noch Wärmetauscher rein. Aber der wird zu schwer. Was ist, wenn ich diese... Die kostet 0,5, wenn ich die rauslasse. Dann ist ja immer noch zu schwer. Die Sprungdüse wiegt wohl nichts. Doch, 0,5. Ach, das ist alles nicht so leicht. Dann kriegst du keine Wärmetauscher. Es tut mir leid. So. 10 Tage. Ich lasse dich mal, wie du bist. Was haben wir hier noch so für Möglichkeiten? Hat auch Sprungdüsen. Aber darf nicht mehr als 30 Tonnen. Da kannst du ja kaum was ändern an den Dingern hier. Dann bleibt er so. So, dann warten wir hier nochmal. Oh, Zahltag, 100.000 wieder weg. Freeman ist immer noch verletzt. Ach ja, der Grund, warum wir hergefahren. Wir wollten doch Piloten. Piloten, Piloten, Piloten. Wir haben zurzeit nur... Meet you in the ready room. Nur 4 Stück. Alter, die kosten ja was. Kosten ja echt ein halbes Vermögen, ey. Captain Nicholas. Oder Nick Colson. Ach komm, ich kann ihn nicht aussprechen. Ready, Sir. Let's get to work. Ich kann ihn auch nicht aussprechen. We'll lay you down, Commander. Pagan, den kann ich aussprechen. Den nehmen wir mit. Ah, hier sehen wir auch, was er kann. Maximal 3 Stufen, 4. Also er kann nicht viel lernen, der Typ. Meine Idee war, dass wir quasi einen günstigen nehmen, der vielleicht noch was lernen kann, der vielleicht noch nicht so erfahren ist. Aber Stufe 2, wach. Das ist sogar der Typ, den wir haben, besser. Dawson. Meet you in the ready room. Komm, ich nehme 20. Dawson. Aber ich will nicht nur Kerle bei mir haben. Ich finde das voll doof. Ich nehme die mit. Ready, Sir. Let's get to work. Ich nenne sie Eva. Ich kürze einfach das ab. Sie heißt Eva. So. Jetzt haben wir genug Piloten. Nee, ich wollte nicht ganz zurück. Ich wollte auf die Sternkarte. Und wir fliegen hierhin. 50.000. 13 Tage. Ich hoffe, es wird eine einfache Mission. Freeman ist immer noch 20 Tage verletzt. Verfügbare Aufträge. Schwierigkeit 11. Scheiße. Was hat denn der andere für eine Schwierigkeit gehabt? Jetzt bin ich schon hierher geflogen. Dachte, es wird eine einfache Mission. Kann man das irgendwie vorab sehen, diese Mission? Wie wichtig, toll die ungefähr sind. Kriegsgebiet 2 Aufträge. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der andere Auftrag, Attentat, wie schwer der war. Hm.
Versuchen wir den Auftrag oder fliegen wir nochmal zurück und machen ein Attentat? Na komm, wir fliegen nochmal zurück, gucken, was das Attentat war. Bis dahin ist Freeman ja fast wieder gesund und dann können wir mit 4 Mechs quasi starten. Sieben Tage noch. Und ja, Schwierigkeit 8, das machen wir eher. Nein, ich wollte doch noch warten. So, ich sehe auch, dass die Folge eigentlich schon lang genug geht. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Break und dann geht's nächstes Mal mit der Mission weiter. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.